Hallo, grüß euch. Heute habe ich mal wieder eine Seite im Ortsjournal. Und zwar mache ich eine Collage als Hintergrund. Ich verwende dafür die Papiere, die ich in einem der letzten Videos selber gemacht habe. Ich verlinke euch das am Ende vom Video. Dann könnt ihr euch das auch noch anschauen, falls ihr das noch nicht angeschaut habt. Und ihr seht schon, ich arbeite heute in dem kleineren Journal von Kunst und Papier. Das ist auch ein Aquarelljournal. Und ich klebe die Papiere mit Gelmedium auf. Ich verwende heute Gelmedium und nicht einfach nur einen Klebestick, weil ich noch nicht genau weiß, was ich danach vielleicht nur auf die Seite mache. Und ein Gelmedium ist halt einfach sicher, das heißt, ich kann da mit allerlei Materialien obendrauf, ohne dass sie das wieder anlöst. Zum Auftragen verwende ich so einen Teigschaber. Ich finde den doch recht praktisch und von Zeit zu Zeit verwende ich diesen Catalyst-Schaber. Und gehe da nochmal drüber und streiche das überschüssige Gelmedium ab. Dann wellen sich die Papiere gar nicht und die werden auch nochmal richtig fest odruckt. Die Schnipsel, die ich aufklebe, die nehme ich eigentlich fast so, wie es käme. Ich habe da so einen Stapel, den habe ich mal liegen lassen von dem letzten Video und da nehme ich einfach Papier für Papier runter und schaue, was mir jetzt gerade gefällt. Und dann reiße ich was aus und klebe das auf. Wenn ich so ganz kleine Schnipsel übrig habe, dann schmeiße ich die in der Regel eigentlich immer weg. Ich sehe da keinen Sinn drin, dass ich so kleine Sachen aufhebe, weil das wären mit der Zeit ganz schön voll und man schafft es einfach nicht, dass man die alle verwendet und man hat dann auch so viel, dass man relativ viel Zeit braucht, um sich dann was rauszusuchen und da ist es immer einfacher, man hat nicht so viel Auswahl. Da schaue ich jetzt, was ich als nächstes noch aufkleben will. Ich finde, es fehlt ein bisschen Farbe auf der Seite, die ist nur ein bisschen blass und ich entscheide mich jetzt für dieses Butterbrotpapier, das habe ich mit der Jelly Plate bedruckt und danach eben bestempelt, aber das seht ihr in dem anderen Video. Und das ist richtig schön farbig und das klebe ich da jetzt auf. Bei diesem Butterbrotpapier ist es immer so, dass das relativ dünn ist und dadurch natürlich mit dem feuchten Gelmedium sich sehr, sehr schnell wählt. Und das kann man aber verhindern, indem man auch mit diesem Catalyst-Tool, das ist relativ fest, darüber streicht. Ich zeige euch das gleich, weil das zieht sich jetzt so zusammen und macht so ganz kleine Falten. Und ich bin da nicht so der Fan davon, von der Textur. Manche Leute mögen das ja gern, aber ich mag das überhaupt nicht. Und wenn man da jetzt mit diesem Rakel drüber streicht, dann kriegt man eigentlich die meisten von den Falten wieder weg. Ich möchte die gleiche Farbe auch noch an einer anderen Stelle bringen, weil sonst finde ich, ist der Regenbogen so allein auf der Seite und hat irgendwie nichts, wo er sich drauf festhalten kann. Und deswegen nehme ich einfach nur ein paar andere Schnipsel von dem gleichen Papier und klebe die eben in die Ecke, wo nur so viel Platz ist.
den letzten hellen Fleck, den ich da noch habe, den überdecke ich jetzt mit so einem Sticker. Die habe ich auch selber gemacht. Da kann ich euch auch das Video am Ende verlinken. Das sind mit der Jelly Plate bedruckte so Etiketten. Das Ganze lasse ich jetzt trocknen. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das mit dem Heißluftföhn föhnt, weil sie das ganz leicht aufblähen kann durch die Feuchtigkeit, wenn die dann kocht oder was. Deswegen bin ich da immer recht vorsichtig, beziehungsweise lasse es meistens einfach an der Luft trocknen. Und das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist eigentlich, ich mache ein paar Muster drauf mit den Posca Paint Pens, um diese ganze Seite zusammenzubringen, damit dieser ganze Hintergrund ein bisschen mehr wie eins ausschaut. Jetzt gehen wir noch ein paar schwarze Farbspritzer auf die Seite, weil ich finde, das passt da ganz gut und das bringt das Ganze auch noch mehr ein bisschen zusammen. Und dann suche ich mir eigentlich nur noch ein Hauptmotiv aus. Ich habe da auch schon in dem letzten Video einige vorbereitet, sodass man einfach gar nicht lang rumdauern muss, sondern wirklich alles schon fertig hat und somit die Zeit einfach nicht zu lang wird. Weil man hat manchmal nicht so viel Zeit und möchte vielleicht doch was machen. Und so kann man da also 5 Minuten in der Früh den Hintergrund kleben und 5 Minuten am Abend den Rest von der Seite fertig machen. Das föhne ich jetzt ganz kurz ein bisschen, damit diese schwarzen Spritzer nicht mehr ganz nass sind, weil dann kann ich mir diese Elemente auf die Seite legen und schauen, was mir gefällt. Ich lege da oft verschiedene Varianten und schaue dann durch meine Kamera auf die Seite, weil das gibt einen ganz anderen Blick. Wenn man da direkt drauf schaut, das ist ja manchmal hilfreich, wenn man sich verschiedene Fotos macht, wo verschiedene Kombinationen, da kann man sich dann leichter entscheiden, was einem gefällt. Ich meine, es gibt hier mehrere Kombis, finde ich, die gut ausschauen. Aber ich probiere mich einfach durch, bis mir was so richtig gut taugt. Ich werde es bei der Kombination belassen und zum Aufkleben verwende einen Flüssigkleber. Das geht einfacher wie jetzt mit einem Klebestick, weil halt diese Papiere doch relativ empfindlich sind durch die dünnen Stellen, weil die ja ausgeschnitten sind. Und mit Gelmedium möchte ich es jetzt auch nicht aufkleben, weil ich finde, da dürfen ruhig die Ränder ein bisschen locker abstehen von der Seite, dann kriegt das Ganze ein bisschen mehr Dimension. Ja, und damit ist meine Seite schon fertig. Das hat jetzt gar nicht lange gedauert und ich bin eigentlich total zufrieden. Mir gefällt die recht gut. Ich hoffe euch auch und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Pfiat euch!